Hallo und herzlich willkommen zu unserem Einjahres-Special Spielzeugkönigreich. In diesem Video gibt es einen kurzen Talk. Julians und Philipps Freund David hat uns interviewt. Ihr werdet dabei PowerPoint-Präsentationen sehen und uns alle hören und bekommt so einen Einblick, was wir so als nächstes am Kanal vorhaben. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao. David fragt uns jetzt irgendwas und wir müssen dann die Fragen beantworten. Ja, also wir starten einmal, wir haben zu jedem Thema Fragen. Wir starten jetzt mal mit Gravitrax, das sieht es jetzt eh, oder? Jetzt sagst du mir einfach mal ein paar Ideen, warte, das noch habt für Gravitrax-Bahnen, wenn ihr noch Ideen habt. Zwei Siemens-Hüllensteine und dann eine Gausser und dann Siemens-Hüllensteine, wo der Stator ist. Dann geht der Stator zu der Gausser hin und dann sind drei, zwei Felder und dann sind zwei Felder Abstand und dann ein Tampon und dann sind vier Felder Abstand. Okay, aber du musst die Idee zusammenfassen. Also, was ist der Überbegriff? Was haben wir besprochen gehabt, was wir vielleicht machen wollen? Na Weiß gut, dann sage ich, dass ich doch nicht. eine Gauss-Kanonen-Special. Wir haben ja mal Erweiterungen vorgestellt und jetzt wollen wir mal uns speziell auf die Gauss-Kanone konzentrieren Okay. und da dann auch die Community einladen, dass jeder seinen besten Trick uns einschickt und wir machen dann Verlosung von einer genau, Gauss-Kanone. und also wir machen dann ein Video mit den besten Tricks, die eingeschickt worden sind, und unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Gauss-Kanone. Okay, also Gauss-Kanonen-Spezial-Gewinnspiel nenne ich das jetzt mal. Wir wollen mal was unter Wasser bauen. In der Okay. Badewanne. Und Sollen wir da die Platten wir reintun? wollen mal einen ganz hohen Turm bauen, aber da müssen wir uns für dir auch was ausbauen. Also mit den Ideen für Gravitrax sind wir jetzt fertig, dann gehen wir jetzt weiter zu den Gravitrax-Fragen, oder? Ja. Können wir die lesen? Werdet ihr über alle Ideen, Neuheiten und Ankündigungen einen Community-Beitrag machen? Wenn ihr das halt dann habt, du weißt, was das ist, oder? Ja, allerdings kann ich einen Community-Beitrag erst machen, wenn ich mehr als 500 Abonnenten Ja, das war, ja, das war sie. Oh, das habe. bedeutet, der Grammy-Bank kann schon machen. Ja. Wenn wir das haben, dann werden wir wahrscheinlich schon irgendwie reinschreiben immer. Also immer wahrscheinlich nicht, aber immer wieder, ja. Okay. Er kann sicher auch. Ja. Wer? 1 Million Abonnenten. Das Aber weiß eh schon die jeder. zweite Frage, die hast du schon gewusst, oder wie? Kannst du hell sehen? Was? Kannst du hell sehen? Ja, kann ich. Okay. Wann werdet ihr? Ja, wahrscheinlich in die Ferien, in die Semesterferien, also eh bald. Was haben wir eigentlich 900 Abonnenten? Oh, das dauert noch ein bisschen. Wir Und kriegen jedes Mal nur 2 Abonnenten. ja, es gibt da Gauss-Kanonen dann zu gewinnen. Oh, sag mal, meine Gassis sind schon so cool. Ja, gleich. Meine Gassis. Ich würde dir gerne bei dem Gravitrax Builder Event dabei sein. Magst du da mal hinfahren, Philipp? Dort, wo der Erik am Gravitrax und Gravibahn und der alle hinkommen und der Kugelbahn.de Wenn ich und so. ehrlich bin. Ja, also Julian interessiert das nicht, aber ich glaube, den Philipp und mich interessiert das schon. Ja. Mir auch. Und ihm sicher auch. Was haben wir dann noch? Dieses Jahr wird Gravitrax 5 Jahre alt, macht ihr ein besonderes Special? Ja, mir ist vorher schon was eingefallen, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Weißt du, wann das ist? 5 Jahre? Wann ist das genau? Im September. Aha, und da haben wir noch Zeit. Oh, jetzt kann sich der Julian gleich vor tun. Julian, es kommen jetzt deine Fragen. So, Julian, was hast du noch für Ideen über Super Mario halt? Also, ich will einen Lego-Film machen, halt so einen wie einen Stofftierfilm, nur mit Lego, Mit Super Lego Mario. Mario. Da haben wir nämlich einen coolen gesehen, der war nicht nur mit Lego Mario, sondern auch animiert, glaube ich. Das werden wir nicht ganz schaffen, aber so in der Richtung. Okay, ja, das ist eine coole Idee, ja. Also so wie die Stofftierfilme, nur mit Lego Mario. Okay. Special von Super Mario Odyssey, wie ich alle Endgegner besiege. Also wir wollen ein Video schneiden, wo alle Endgänger zu sehen sind innerhalb von einem Video. Okay.
mal ein Video gesehen, da ist nur noch umgegangen, was für Eingänge das es in die Odyssee gibt. Die Odyssee ist ja das Raumschiff von Mario, mit dem er herumfliegt im Spiel Mario Odyssey. Okay. Und da gibt es viele verschiedene Eingänge. Und das Video hat 50.000 Aufrufe gehabt und auf Deutsch gibt es das noch nicht. Und das werden wir auch mal machen. Was heißt 50.000 Aufrufe? Das Video, wo der Mario einfach in die verschiedenen Eingänge reingeht, oder alles sind. So, okay, dann gehen wir jetzt über zu den Fragen. Dieses Jahr kommt ja Super Mario Odyssey 2 heraus. Werdet ihr dann Super Mario Odyssey 1 weiter vor dem Kanal machen oder werdet ihr dann damit aufhören? Sicher werden wir weitermachen, allerdings sind wir dann vielleicht schon mit den meisten fertig, weil wenn wir mal alle Endgegner haben, alle Levels und die meisten Monde und ein paar Specials, dann wird es eh schon Zeit für Odyssey 2. Da, welche Super Mario werden auf eurem Kanal noch gezeigt, Julian? Was hast du noch vor? Alle, die ich bekomme. Alle, die du bekommst? Sicher. Also ich kann mir gut vorstellen, irgendeine coole, lustige Welt bei Mario Maker zu bauen und die dann abzufilmen, oder? Klar. Aber ich mache auch mal Levels auf aller Welt. Die Stofftierfilme. Was habt ihr denn da noch für Ideen? Wir haben irgendwann mal gesagt, dass der Dupfi, das ist ja der Gepard, den der Philipp zu Weihnachten gekriegt hat. Der weiß nicht, dann mal noch wieder aus. Oh ja, den hat man schon gesehen, oder? Kennst du den Dupfi? Ich glaube schon. So ein großer, schöner Gepard und der muss auch mal in einem Stofftierfilm mitspielen. So, erste Frage, wann kommen wieder Stofftierfilme? Also eigentlich haben wir einen ja schon geschnitten und fertig, oder? Den müssen wir nur hochladen. Wen? Ich glaube, ein Stofftierfilm. Ja, ja, und ich habe schon Milliarden gesagt. Also wann ungefähr? Aber das hört ja natürlich keiner. In den Ferien. Okay, warum gab es jetzt so lange keine Stofftierfilme mehr? Weil Stofftierfilme das schwierigste Thema ist. Ja, genau, die Stofftierfilme, die brauchen eigentlich am längsten, weil für mich die meiste Zeit, weil bei Gravejacks, da baut eigentlich fast nur der Philipp und bei Mario, da macht der Julian das meiste und ich muss nur schneiden. Aber bei Stofftierfilmen, da müssen wir ganz viele Fotos machen und hin und her rutschen und das dauert eigentlich am längsten und ist am aufwendigsten. Okay. Vorher aber trotzdem nicht so viele Aufrufe, also ja. Okay, ja, das stimmt. Willst du was zeichnen, was Normales? Mhm. Was denn? Lass mich kurz überlegen. Der Philipp überlegt noch mehr, ich weiß nicht. Der Philipp kann vieles gut zeichnen. Könnte er mal eine Superheldenzeichnung machen oder eine Monsterzeichnung. Er hat nämlich auch so ein Buch, wo er zum Beispiel Draculas drin hat und Frankenstein. Okay, dann schreibe ich das mal so auf. Und da vielleicht einen Haufen Hexen, die der Mario-Karte versiegt, weil alles Kames sind. Mhm. Nö, was die Hexe gerade in Mario besiegt. Ja. So, also, wird Philipp auch mal mit Wasserfarben zeichnen? Ja, ich habe Malen und Zeichnen nicht vertauscht. Willst du mit Wasserfarben malen? Ja oder nein? Wenn ich Feuerwerke zeichne. Philipp zeichnet. Feuerwerke schon. Weiß es nicht genau. Okay, also vielleicht. Lassen uns überraschen. Vielleicht. Wird Philipp auch einmal eine Gravitrax-Bahn zeichnen, die er dann ein paar Tage nach dem Philipp-Zeichnet-Video hochladet? Also Philipp zeichnet eine Gravitrax-Bahn und ihr baut diese nach und zuerst ladet ihr dann das Philipp-Zeichnet-Video hoch und dann erst die Gravitrax-Bahn. Das wäre einmal eine gute Idee, aber da muss der Philipp schauen, ob er das machen will. Ich glaube, er hat es. Ich glaube, er weiß nicht. Komm her. Oh. Ja, wahrscheinlich. Hast du das? Ja, vielleicht. Vielleicht. Okay. Das heißt vielleicht. Was wir auch noch vorhaben, apropos zu Gravitrax, irgendwann eine Bahn am Tablet bauen und die dann nachbauen. Also zuerst das Video vom Tablet zeigen und dann die Bahn im Original. Okay. Sonst noch was? Ja, es kommt noch was. Jetzt kommen die allgemeinen Fragen. Allgemeine Fragen. Was heißt allgemein? Ich habe vorher mal eine allgemeine Frage gestellt, nämlich, was war eigentlich das erste Video, das wir hochgeladen haben? Was das wäre für euch? Oh, warte, ja. Was? Ich weiß, so eine, da war der Kevin Cut.
Theater. Was das erste Video war, das wir hochgeladen haben. Ja, die dünnen Hängebrücken. Ernsthaft? Ja. Warte, kennst du aus. Okay, du bist ein großer Spielzeugkönigreich-Fan. Dünne Hängebrücke, ja, vor 11 ja. Monaten. 88 Aufrufe. Ja. Na, das schauen wir mal. Da habe ich jetzt einfach mal ein Spielzeugkönigreich Baum zusammengestellt. Vielleicht gefällt euch das auch. Ein was? Einen Spielzeugkönigreich Baum. Da steht halt in der Mitte Spielzeugkönigreich und draußen rum, was es halt alles macht. Gut. Jetzt hast du eines sogar vergessen, nämlich haben wir jetzt eine Playlist gemacht, auch Gravitrax Kugelbahnen von Freunden, wo zum Beispiel deine jetzt drauf war und da wollen wir dann so jede Woche oder jede zwei Wochen auch eine Bahn von anderen, die uns am besten gefallen hat, dort dann vorstellen. Ja, es ist das. So, gut, ja. Dann gehen wir jetzt weiter. So, also Infos, allgemeine Infos halt, ganz normal jetzt. Ja, also unser Kanal wurde am 14. Februar, nämlich am Valentinstag 2021 gegründet. Hä, hey, wirklich? Ja. Am Valentinstag? Ja. Am gleichen Tag? Ja, jetzt haben wir jedes Jahr da Jubiläum. Oh. Ja, genau. Am gleichen Tag, wie die Frau Professor Kappel Geburtstag hat. Ja. Nein, oder? Doch. Das bedeutet, wir schenken. Unser meistgesehenes Video ist die sensationelle Stufenbahn. Die hat jetzt schon über 21.000 Aufrufe. Nur 21.050. Ja, das ist über 21.000. Und das beste Mario-Video ist interessanterweise Bowser's Fury. Obwohl wir bei Mario Odyssey schon eigentlich viel mehr Videos draufgestellt haben. Also, euer beliebtestes Video hat wie viele Likes? Warte, das? Man sieht nämlich hinten im Backend, sieht man das alles so. Schau, und ich kann jetzt sortieren noch Aufrufe. Mhm. Und das mit den meisten Aufrufen. Schau, 21.015 hat es genau gesagt. Ach so. Jetzt sortieren wir mal noch Kommentare. Nein, das geht nicht. Oh, schade. Immer noch, das geht noch Kommentare. Aber ich habe gerade noch geschaut, die Stufenbahn. Rat mal, wie viel, ratet ihr mal, wie viel Likes die hat. Daumen hoch. Was heißt Likes? Die Stufenbahn, was sind. Ah, da, oh ja, das steht da. 199 Uhr. 199, ja. Immer Daumen geben. Ja, meistens. Geht das leicht? Und Kanalaufrufe habt ihr über. Das sieht man doch, schau. Okay. Kanalaufrufe über 15.000. Warte mal, Reichweite haben wir. Die sind ja voll schlecht. Nicht so schlecht. Oh, da geht sie schon wieder auf. Prima. So ist brav. Da war es am besten. Was ist das bitte? Ja, da sieht man die verschiedenen Dinge. Und da in der Übersicht sind das meiste Aufrufe, Wiedergabezeit und neue. Ah, da kann man da auch sehen, wer euch abonniert hat. Das kann man irgendwo sehen. Ja, weiß jetzt nicht wo. Man kann irgendwo sehen, wer einen abonniert hat. Ja. Keine Ahnung, wo es geht. So, aktuelle Anzahl anzeigen. Na, schau, da geht es ja gut bergauf. Letzte 28 Tage. Schauen wir mal seit der Erstellung. Schau mal. Oh, schau. Du, geht stetig bergauf. Das ist wie so ein ganz breiter Hügel. Mhm. Wie geht es mit eurem Kanal weiter? Haben wir schon beantwortet? Wann plant ihr euren ersten Livestream? Keine Ahnung. Du hast es. Eva, das wissen. 100.000. Livestream heißt, dass man filmt und nicht aufzeichnet und dann schneidet und reinstellt, sondern filmt und es ist gleich online. Sofort. Also du filmst und der David kann schon mitschauen. Das ist live halt. Wir filmen und man kann es gleich anschauen. Wie geht das? Ja, das geht, weil es ist über das Internet, wird sofort übertragen, das Video. Ohne dass man es schneidet. Das heißt, wir können eine Bahn bauen.
einschalten, Livestream, und dann wird die Bahn gefilmt und sofort hergezeigt. Oder darf halt nichts schief gehen, weil sonst ist es auch hergezeigt. Muss, wissen wir noch nicht, David. Da ist noch nichts geplant aktuell. Ich mag jetzt nur Bahn angucken, das ist wirklich cool. Da ändere dein Passwort-Tag. Nein, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Sollten wir mal wieder. Los. Das Passwort ändern, damit es nicht gehackt wird. Sonst kommt vielleicht irgendwer und stiehlt uns den Kanal. Wenn der unser Passwort weiß und das dann ändert, dann können wir nicht mehr rein. Oh, ich weiß, was gut ist. Das darf man nicht verraten. Was wollt ihr noch auf eurem Kanal machen? Wie sieht das weiter aus? Die nächste Bahn, was wir dort bauen. Naja, es wird jetzt dann, ja, wenn der Nachwuchs kommt, dann werden wir dann irgendwann noch was über Babyspielzeug auch machen müssen. Ne? Ja, klar. Ich muss weinen. Na, sonst passt es jetzt so, wie es momentan ist. Da wollen wir nicht zu viel Zeit. Also so wie wir jetzt gesagt haben, passt sehr gut. Aber schauen wir mal, dass wir den nächsten Meilenstein, wir werden die 500 Abonnenten, dann gibt es auch die Community. Und dann die 1.000er und dann die 5.000er und die 10.000er und die 15.000er. Ich glaube, wir haben noch sehr viel Potenzial bei den Gaming-Videos, weil der Julian macht es gern, und wenn wir da noch, wenn wir da irgendwann Fuß fassen, weil die haben teilweise, ist ja das, die, sind die Mario-Spiele ja bekannter wie Gravitrax, und da gibt es noch mehr, die sich das anschauen. Und wenn wir da mal irgendwo gelistet sind und dann aufscheinen, so wie mit den Kugelbahnen, dann werden die Videos sicher noch ziemlich nach oben gehen. Der Kanal auch. So, wir schalten weiter zu der nächsten Seite. Da gibt es noch mehr Fragen. Da machen wir jetzt gleich mal eine kleine Schätzung. Aha. Schau, Philipp, Schätzung. Wer wird gewinnen? Wie viele Abonnenten schätzt ihr, bekommt ihr dieses Jahr? Was heißt das? Am 31.12.2022? Ja, genau. Haben wir dann noch? Ja, genau. Jetzt haben wir 216 gerade. Wie viel haben wir am Ende des Jahres? Wie viel haben wir jetzt? 216. 300. Soll ich mal zuerst schätzen? Okay. Ich schätze 515. Wir sind jetzt in einem Jahr um 220 gewachsen, von 0 auf 220. Und eigentlich geht es dann später ja schneller, wenn wir gut weitermachen. Aber okay, ich schätze 500. Du schätzt 500? Du, Julia, okay. Wie viele Abonnenten werden wir am Ende des Jahres haben? Was schätzt? Jetzt haben wir 200. Philipp hat 500 geschätzt, ich 515. Ich schätze 600. Okay, ich schätze 620. Na, was jetzt, Philipp? Jetzt ist die letzte Schätzung für mich. Ich schätze nämlich 560. Philipp schätzt 560. Und du? 723. Junge, der ist am optimistischsten. Dann werden wir schauen. 523. Also Philipp ist 560, okay. Okay, also bei wie vielen Abonnenten und bei wie vielen Kanalaufrufen werdet ihr ein Spezial machen und werdet ihr auch ein Jahr-Spezial machen? Immer 500 mehr. Na, das nächste Special, genau, bei 500 auf jeden Fall, bei 1000. Und der Milliarde. Und ein Ein-Jahr-Special. Was ist ein Ein-Jahr-Special? Vielleicht, weiß nicht genau, aber was wir auf jeden Fall machen wollen auch bald, ist ein neues Titelbild, weil da ist ja, da fehlt einiges, da fehlt die ganze Switch-Schicht und so. Und einen Kanal-Trailer. Okay, ja, ja. Also wollen wir kurz den Kanal vorstellen, was das alles gibt in einem Video. Patrick, nächste Frage. Wird es dieses Jahr einen Foto- bzw. Video-Adventskalender von Spielzeugkönigreich geben? Nein, ich glaube nicht. Das wird mir zu viel Aufwand. Wenn wir sagen, es muss dann immer jeden Tag oder so irgendwas passieren.
Ich und ich muss ja doch alles draufstellen und schneiden und das okay. Ist rausgeht. Vielleicht, wenn die Jungs größer sind und das dann selber schon machen können. In ein paar Jahren. Ja. Ob wir den Kanal Spielzeugkönigreich auch auf meinem Kanal Feuer Fitness verlinken wollen? Ja, verlinken können wir eigentlich schon. Es passt halt zwar thematisch nicht so gut. Ich habe überlegt, ich werde nochmal bei meinem Facebook-Profil danach reinstellen, wenn wir unseren Kanal-Trailer haben. Vielleicht kommen da auch noch ein paar Abonnenten dann dazu. Was bei Facebook? Was meinst du? Nein, nur, dass ich auf meinem Facebook-Profil eben reinschreibe, wir haben einen YouTube-Kanal und schaut mal rein. Oh, das ist cool, oder? Sprechen, was? Alles Gute. So, das ist die Anweisung für dich selbst, oder? Was? Ist das unten die Anweisung für dich selbst? Vielleicht wird das unser Spezial zum einjährigen Geburtstag. Das Interview da. Ja, cool wär's. Ja, wir sind fertig. Sehr gut. Das hast sehr, sehr, sehr toll gemacht, David. Ja, danke, das ist lieb. Ein richtiges Interview. Ja, hat jetzt noch ziemlich lange gedauert. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.